Mein Name ist Samir Sahani und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ihr kennt doch alle Eddie Hall. Eddie Hall ist ein 34-jähriger, 1,91 großer und 164 Kilo schwerer Brocken. Eddie Hall wurde 2017 am 9. Juli wurde er zum Strongest Man erkoren, also der stärkste Mann der Welt. Und in 2016, also ein Jahr zuvor, war er den Weltrekord für das meiste gehobene Gewicht im Kreuzheben. Und zwar mit 500 Kilo. Das ist unglaublich. Jedoch wurde dieser Weltrekord am 2. Mai 2020 von einem gewissen Hafþór Björnsson, einem Isländer, geknackt. Und zwar um 1 Kilo. Und der Engländer und der Isländer hatten schon früher eine gewisse Rivalität. Und diese Rivalität geht jetzt sogar so weit, dass sie Mitte, Ende März dieses Jahres gegenüber im Boxkampf stehen. Und das habe ich zum Anlass genommen und ich werde heute einen Tag lang wie Eddie the Beast Hall in seiner Boxkampfvorbereitung erleben. Also ich werde wie er essen. Ich werde es wie er das Krafttraining machen, ich werde wie er das Boxtraining bestreiten, ich werde wie er schlafen, also Mittagsschlaf macht er, und ich werde auch wie er sich regenerieren. Ich hoffe, euch wird das Video gefallen. Lasst schon jetzt ein Like da, kommentiert unbedingt und abonniert natürlich. Abonnieren und Glocke aktivieren, dass ihr nichts mehr verpasst. Der Tag von Eddie Hall beginnt mit einem Cardio-Training, und zwar auf der Laufbahn. Aber Eddie Hall möchte nicht gefastet sozusagen das Cardio bestreiten. Darum möchte er noch Proteine saven und das mit einem Proteinshake. Und zwar 50 Gramm. Und genau. Danach geht es ins Lauftraining. Aber zuerst gibt es diesen Shake. Also das kann ich schnell sagen, Eddie Hall setzt ab bei einer proteinreichen Ernährung. Und das heißt, der eine oder andere Proteinshake wird dann noch kommen. Eddie Hall, sein Cardio-Training besteht aus 1,5 Meilen Laufen. Das sind etwa 2,6 Kilometer. Normalerweise 8 km/h, aber leider kann ich das nicht so durchziehen, weil ich einen kleinen Knieschaden habe. Darum werden das bei mir so ein zu schnelles Laufen. Was Eddie Hall währenddessen immer macht, ist, er schaut sich auf YouTube so Boxkämpfe an. Also Leute, die eine ähnliche Technik haben wie er. Und ja, einfach damit er ja so vorbereitet ist, so auf den ganzen Tag. So. 2,6 Kilometer geschafft, 25 Minuten etwa. Und genau, Eddie Hall wird nach dem Lauftraining immer noch ein wenig dehnen. Wir sind beim Frühstück angelangt, und zwar gibt es hier zwei Ribeye Burger mit so einem Schmelzkäse on it. Und ja, hat gesagt, einfach für den Geschmack und dass er noch mehr Proteine hat. Sehr ungewöhnlich, Burger zum Frühstück zu haben.
noch wichtig zu sagen, Eddie Howell ist laktoseintolerant und darum der Käse und alle Milchprodukte, die ich heute benutze, sind laktosefrei. War sehr, sehr, sehr lecker. Und das war es natürlich noch nicht. Ein wenig Rice Krispies. Auch das natürlich mit laktosefreier Milch. Ob das mein Magen mitmacht heute, ich bin gespannt. Das war's. War sehr lecker. Und genau, unbedingt noch meine Supplements. Omega 3, Vitamin D, Vitamin C, Multivitamin. Hier meine Supplements. Und genau, mal schauen, ob ich das ohne Wasser schaffe. Nee, schaffe ich nicht. Also die Supplements nimmt Eddie Hall natürlich auch. Er nimmt noch ein wenig mehr als ich, aber ich habe das einfach hier zu Hause. Und was ungewöhnlich ist, dass er es zweimal nimmt und ich nehme es normalerweise nur einmal am Abend oder so. Hoffentlich bekomme ich keine Überdosis. Dann steht als nächstes schon das Rückenworkout an. Boah, das wird tough. Das wird darf, aber das besprechen wir dann nachher im Fitnessstudio. Wir sind ready für das Rückentraining. Sorry, dass es so halt, aber ja, ist halt bei unserem Gym so. Wir sind beim Pre-Workout-Meet und zwar schwört Eddie Hall auf Cranberry Soft und zwar ohne zusätzlichem Zucker, also eine Light-Version. Und das aus dem Grund, weil Cranberry Saft sehr viel Antioxidantien beinhaltet und das ist gut für die Regeneration des Muskels. Und zwar nimmt er das schon seit er 17 ist und aus dem Grund, weil sie mal in UK haben sie mal eine Studie gemacht und dort haben 50 mit Cranberry Saft trainiert und 50 ohne. Und diese 50, die mit Cranberry Saft trainiert haben, waren um 20% stärker und darum schwört er auf, ja, auf diese Saftkur. Mal probieren. Schmeckt gut, schmeckt sehr gut. Und dann nimmt er noch EAAs und ja, hauptsächlich wegen den Proteinen. Und zum Rückentraining von Eddie Hall muss man sagen, dass er jeweils 4 Reps macht pro Übung und so in einer Pyramidenform, also 15, 12, 10 und 8. Minuten im Training. Er hat gesagt, er trainiert 2,5 Stunden, aber ich bin jetzt 45 Minuten drin und ich habe die Hälfte etwa geschafft und ich habe sogar noch ein wenig mehr gemacht für den Bauch noch etwas. Jetzt Intro-Workout gibt es so 70 Gramm Beef Jerky und das hat sogar Halal Certification. Crazy. Und ein Protein-Shake. Also ich weiß ja nicht, aber während dem Training ein Protein-Shake habe ich noch nie gemacht. Oh.
Es stehen noch 5 Übungen an. Nach dem Training ist vor dem Essen. Das ist das Geilste. Schaut mal diese Platte an. Schaut meine Hand. Das sind etwa 300 Gramm Reis, 400 Gramm Hähnchen. Und das Ganze hat 1300 Kalorien. Und das ist für mich viel zu viel. Ich mag gar nicht. Ich bin immer noch satt von dem Beef Jerky und von dem Protein Shake. Und durch das, dass es ja so proteinlastig ist, ist der Ballaststoffanteil auch dementsprechend höher. Wir geben alles, wir haben uns dazu entschieden, einen Tag wie EDH zu leben. Also leben wir einen Tag wie EDH. Und das Kranke ist ja, dass er mit dieser Diät ja noch abnimmt. Aber das ist ja auch ein riesen Berg. Dann wünscht mir viel Spaß. Ging jetzt eigentlich noch relativ leicht. Ich weiß nicht, ob es weil es sehr lecker war oder wegen dem relativ langen Training und der Produktivität am Morgen oder ja, schwer zu sagen. Aber ja, sehr cool. Jetzt gibt es noch eine Brausetablette, Elektrolyten, um den Salzhaushalt zu steuern. Sieht so aus, so ein Geschmack Red Orange. Dazu noch sein pflanzliches Proteinjoghurt. Mal probieren, Geschmacksfest. Und das sind noch mal Kalorien, etwa 150. Genau. Mittagessen geschafft und jetzt ist sehr, sehr wichtig. Jetzt gibt es einen Mittagsschlaf und zwar 2 Stunden. Ja, ich weiß nicht, ob ich so lange schaffe, aber sicher 1 Stunde. Und dann sehen wir uns beim Pre-Workout-Meal, bevor es dann zum Boxen geht. So, ich bin auferstanden von meinem Mittagsschlaf. Es ist knapp 3 Uhr. Ich werde mich jetzt an das Pre-Workout-Meal machen. Da gibt es 2 so Schokoriegel, 1 Haferriegel und wer hat's gedacht? Ein Protein-Shake. Und ja, dann werde ich beim Boxclub in Biel, kann ich heute trainieren. Und zwar geviert, hoffentlich. Und aber das ist erst so um 6 Uhr etwa. Das ist perfekt. We'll be right back.
So, das Training ist fertig. Boah, das war komplett krank. Sehr, sehr anstrengend. Aber ja, jetzt gibt es Post-Workout Meal. Und zwar etwa ja, 50 Gramm Protein. Danach gibt es, hier haben wir Banane, ein Riegel und dann gibt es noch eine Elektrolyte-Tablette. Dann ja, werde ich mir das genehmigen und dann sehen wir uns beim nächsten Termin und zwar Recovery steht auf dem Programm. Ja. Das war komplett irre, das Training. Das war so anstrengend. Jetzt habe ich mir die Regeneration sowas von verdient. Danke nochmal an das Box Center in Wien, dass ich da einfach so spontan hingehen konnte und trainieren durfte. Bezüglich der Regeneration von Eddie Hall, er hat extra bei sich zu Hause so einen Regenerationsraum. Und ja, da geht er jedes nach dem Training oder auch sonst bei Rest Days hin und dann geht er immer zuerst in den Whirlpool. Und dann kurz ins Kaltbad, dann 20 Minuten in die Sauna und nach der Sauna 4,5 Minuten ins Kaltbad. So, voll kalt, eine kleine Dusche. Oh. Oh. Jetzt 4,5 Minuten eigentlich Kaltbad, aber wir haben keines hier. Jetzt mache ich einfach 4,5 Minuten eine kalte Dusche. Das ist ebenso ab. 3, 2, 1, let's go. Der Tag neigt sich dem Ende zu. Wir sind beim Abendessen. Für mich gibt es, oder beziehungsweise ideal ist, Bratkartoffeln, also Ofenkartoffeln mit Chicken Wings und Gemüse. Ja, das ist die größte Mahlzeit, die er hat. Und es sind etwa roundabout 1200-1300 Kalorien. Und ich muss sagen, ich bin schon müde nach dem ganzen Training, mit dem Boxtraining, jetzt noch mit dem Recovery Session. Ich habe auch ziemlich Hunger, was mich ehrlich gesagt überrascht, weil ich ja das Doppelte meines Kalorienbedarfs esse. Und ja, jetzt könnt ihr euch vorstellen, Eddie Hall wiegt dreimal so viel wie ich. Und ja, der ist sich sehr, sehr am Leiden, weil ja, der müsste eigentlich viel mehr essen. Das Abendessen war sehr lecker, wirklich, hat sehr gut geschmeckt. Wir sind jetzt bei der letzten Mahlzeit angelangt. Gibt es noch, wer hätte es gedacht, ein Proteinshake. Ich glaube, es waren 5 oder 6 heute. Krass. Und dazu noch die zweite Portion Subs. Ja, ich blende euch hier unten noch die Kalorien ein. Es werden etwa 6000 gewesen sein. Und ich möchte noch ein kleines Fazit ziehen. Und zwar
diese Ernährungsform jetzt als solches hat mir sehr gut getaugt. Also ich fühle mich gut, eben obwohl ich eigentlich zu viel gegessen habe für meine Körperstatur. Aber ja, ich fühle mich gut und auch der ganze Tag ist sehr strukturiert. Eben ist halt sehr aufwendig auch, also jede Stunde ist sozusagen durchgetakt. Und ich bin gespannt, wie Eddie Hall sich gegen Haftor Björnsson schlagen wird und ob er das Ding nach Hause holt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Like da natürlich, kommentiert, schreibt in die Kommentare, was ihr sonst noch für Challenges sehen wollt. Ob ich mich mal wie The Rock oder wie sonst wer ernähren soll und trainieren soll. Und ich habe gesehen, dass 98% von meinen Zuschauern den Kanal noch nicht abonniert haben. Also abonniert den Kanal kostenlos, Glocke aktivieren. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Peace out.